Liebe Radsportfreunde, liebe Patrioten, heute melde ich mich von der Außenstelle Oberwiesenthal im Erzgebirge bei wunderschönem Herbstwetter, wenn auch sehr kalt. Warum? Ich nehme teil am Deutschland Rush, eine Tour in 5 Etappen durch Deutschland von Berlin zur Zugspitze. Nicht ganz, dazu gleich mehr. Das ist der Deutschland Rush, eine Veranstaltung strikt überparteilich, aber nicht unpolitisch, zu Ehren des Tages der Deutschen Einheit. Also für Deutschland. Wir sind im 28. Jahr nach der Einheit. Noch nicht ganz rund, das kommt erst 2020. Aber wir ehren das schon mal. Mit dieser 5-tägigen Radtour. 200 Kilometer jeden Tag vom Brandenburger Tor bis Garmisch. Und dann noch eine Etappe zu Fuß. Leider kann ich sie nicht komplett mitfahren, diese Tour. Denn wir waren noch im Plenum beim Start der Tour am Brandenburger Tor. Und wenn die Tour an der Zugspitze ankommt, werde ich bereits wieder in Berlin sein, denn da ist der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit unter den Linden. Aber nun zwei schöne Etappen, anspruchsvoll, 200 und 210 Kilometer lang. Morgen geht's los hier im schönen Oberwiesental in Sachsen und ja, auch nicht gar nicht so schlecht. Wir fahren rein nach Tschechien ins alte Böhmen. K&K, wir kommen vorbei an den salzigen Thermen von Karlsbad, haben leider keine Zeit dafür. Wir kommen weiter durch Eger durch, die Stadt, wo Wallenstein seinen Tod gefunden hat, von den eigenen Leuten. Schiller hat es bedichtet. Und dann geht es eben wieder nach Bayern rein. Wir kommen über Oberfranken wieder rein. Und der Etappenort ist tatsächlich mein eigener Wahlkreis, Amberg, die schöne alte Stadt Amberg. Dort Etappenort und dort geht es auch am nächsten Tag wieder weiter. Nach 200 Kilometern bin ich erstmal platt. Und dann geht es aber doch weiter am nächsten Tag durch die Oberpfalz, der Katholischen Universität Eichstätt vorbei. Und es geht weiter über Neuburg an der Donau nach Augsburg. Und die letzte Etappe, die ich aber dann schon nicht mehr mitfahren kann, weil ich schon wieder zurück nach Berlin muss, ist dann zur Zugspitze, wo meine Kollegen, ungefähr 20 Leute, dann auch noch zu Fuß die Zugspitze erklimmen werden. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Art, die deutsche Einheit zu feiern. Wir kommen natürlich jetzt nur durch Berlin, Brandenburg, Sachsen, Böhmen, Bayern, in all seinen Regierungsbezirken nicht ganz, in Schwaben. Wir lassen ein paar Dinge aus. Aber das ist eine schöne runde Tour. Und ich freue mich drauf, wenn es nicht regnet, wird es zu schaffen sein. Wenn es regnet und unter 3 Grad fällt, morgen ist hier Schnee eingesackt, dann wird es ein bisschen frisch. Aber an der Stelle mal mit unserer Kanzlerin gesprochen, wir schaffen das. Bis demnächst.